Markus, man sieht es dir an, es war eine harte Nummer hier zu gewinnen, 1-0 in Kassel. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war die erwartet schwere Aufgabe. Kassel stand gut, stand tief. Wir hatten Probleme, in die Spitze zu spielen, durchs Mittelfeld zu kombinieren. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber sind nicht zu richtigen Torchancen gekommen, weil sie einfach gut gestanden sind. Da mussten wir Geduld beweisen. Ich denke, nach der Regenpause war der Platz auch besser bespielbar für uns. Und dann haben wir schon ein bisschen Übergewicht gekriegt, machen dann auch das 1-0. Und dass dann in der Endphase nochmal lange Bälle kommen, das ist normal. Ich denke, 1-0 gewonnen, wir sind im Finale, das ist das Wichtigste. Und ja. Ja, das Finale heißt Darmstadt 98 gegen SVW in Wiesbaden. Die Saison in der Liga, gab es keinen Sieg für uns? Diesmal jetzt? Ja, also Liga war ausbaufähig gegen Darmstadt und wir wissen, was auf uns zukommt. Darmstadt hat am Samstag nochmal ein Endspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Und egal wie das ausgeht, ich denke, die werden hochmotiviert in das Spiel reingehen. Und wir müssen wach sein und wissen, was da auf uns zukommt. Alles klar, danke.